Willkommen zurück zu Let's Play Hyper den Kammerschreckens. Wahrscheinlich dem letzten Part der Story. Part haben wir Aragog besiegt und Sachen rausgefunden. Leider wurde Ginny Weasley entführt und ja, wir wollen die jetzt retten, indem wir den Zugang zur Kammerschreckens finden und der ist jetzt hier, wie wir seit Jahr wissen, bei der Maulenden Myrte. Dann schaue ich mir ganz kurz was. Nee, machen wir. Was willst du diesmal? Dich fragen, wie du gestorben bist. Ihr seid die Ersten, die das interessiert. Ich bin in dieser Kabine gestorben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Die Tür war verriegelt und ich weinte, weil Olive Hornby mich wegen meiner Brille hänselte. Dann hörte ich jemanden hereinkommen. Dann wurde etwas Komisches gesagt, in einer anderen Sprache, glaube ich. Es war ein Junge, der sprach. Also habe ich die Tür aufgemacht, um ihm zu sagen, er solle gefälligst verschwinden und sein eigenes Klo benutzen. Und dann bin ich gestorben. Wo stand der Junge denn? Dort drüben bei den Becken. Der eine Hahn hat nie funktioniert. Ob das wohl der Eingang zur Kammer des Schreckens ist? Mach auf! Mach auf! Ah, das klappt nicht. Vielleicht sollte ich es mit Parsel versuchen. Mach auf! Es klappt! Ich habe ihn. Er hatte schon gepackt und wollte gerade abhauen. Was ist das? Ich glaube, das ist der Eingang zur Kammer des Schreckens. Nun, dann braucht ihr mich ja nicht mehr, Jungs. Ich lass schon mal meinen Besen warm laufen. Das würde Ihnen so passen. Runter mit Ihnen! Nein! Los geht's, Harry! Ich komme! Sagt Ron, bleibt erstmal stehen. Das ist trotzdem alles erst unten. Harry, da oben ist etwas. Mir ist so elend zumute. Schluss mit lustig, Jungs! Ron! Sagt eurem Gedächtnis Adieu. Amnesia! Ron! Ron, bist du okay? Ich bin hier. Ich bin okay. Geh Ginny suchen, Harry. Warte hier mit Lockhart. Wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin... Wir sehen uns gleich. Los geht's, die Kamera, drei Geheimnisse. Und die finale Challenge. Weil ich weiß, in alles gibt es hier ohne Bildkarten. Weil man sich wohl das neue im letzten Level noch vergessen kann. Den Schaden habe ich auch mal genommen, weil ich faul bin. Ich warten wollte. So hoch. Flipendo! Flipendo! Ah.
Ist einfach rückwärts zu gehen, nicht zu sterben. Das ist der Mann, hier kommen wir zusammen. Die Wände mal von da näher. So nur ein sickeres Fieses. Wenn ich hier rein kann. Da geht's weiter. Aufgeräumt. Flipendo! 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 So. Flipendo! Secrets alle. Elasto. Flipendo. Flipendo. So.
hier gleich im Gegensperrfeuer helfen, wenn er noch. Ach. 1 von 4 gibt's 9 Zyklus. Ja. Mit dem Aufzug direkt runter. Ja, die haben uns gerade mal gezeigt, dass das der Fall ist. So könnte man das da überspringen. Ciao. Da oben eine Bildkarte ist, die wir natürlich wollen. Die wir nicht abrufen. Ja, das hätte aber weitergesprungen. Toll, alles nochmal. Naja. RNG übrigens, wo ich langfliegen. Oder wenn man Pech hat, kann man in der Luft auf Medien zusammenstoßen und droppt dann runter. Oder beißen allen einfach und lassen einen runterfallen. Immer ein Glück und die sind ja gerade nicht.
Ist der Lumos weg natürlich, der wegen Nervtöten ist. Die tun quasi nicht schlagen und blocken. Und es soll den Blick lassen. Ja, wirklich wie ein Secret da oben aus, aber ich wüsste nicht, wie man da rankommen soll. Weil wenn man hier steht mit den Lumos-Zeichen, kann man da noch nicht hochklettern, oder? Also deswegen, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich das vierte Secret. Könnte schon sein, dass ich das nicht finde. Dann ist es halt so. Jaws-Anspielung, yay. Also zur direkten Kammer. Glaube, wir sind umsonst runtergefallen. Ja, wir haben das hier Siegel vergessen. Toll. Ich glaube, das war wirklich da. Wir hätten da hochspringen können mit den Nichtschranken. Na egal, das habe ich ja schon gespeichert. Das ist egal. Da oben ist es nicht, da kommt man nämlich nicht dran. Also gut, haben wir hier das Secret natürlich verpasst, hier ist keins mehr, also keine 100%, weil ich da gefailt habe. Aber das Level kann man ja nicht wiederholen, wie auch. Gab keinen Grund, also man konnte sich töten. Ich glaube, es wäre wirklich da gewesen. Aber es ist keine Bildkarte und deswegen, da kann ich wenigstens sagen, ich habe alle Bildkarten gefunden und scheiß dann auf die Secrets. Man, ich hatte jetzt alle Secrets, also das eine. Deswegen fand ich das schon okay. Ich hoffe, für euch sind es doch zum 100%, wenn ich aber die Bildkanale sehr weggefunden habe. Ansonsten dann darf ich das nicht gerade zum Let's Play nennen. Aber da gehe ich jetzt gar nicht so auf. Ich habe das ganze Abenteuer lieber, außer dass ich einmal nachgucken musste. Mit dem einen Secret da und jetzt auch mit den Last of Secrets wahrscheinlich nochmal nachschauen muss. Habe ich jetzt Secret gefunden, also. Endboss Fight, Leute, let's go. Ich glaube, sie gesetzt mal auf seine. Jenny! Jenny! Bitte wach auf! Sie wird nicht aufwachen. Tom Riddle! Sie lebt noch. Gerade noch. Die kleine Ginny hat Monat für Monat in mein altes Tagebuch geschrieben und mir ihr Herz ausgeschüttet. Ich wurde stärker und stärker,
bis ich mächtig genug war, um ihr ein wenig von meiner Seele einzuflößen. Was meinst du damit? Ginny Weasley hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Genau wie ich vor langer Zeit. Noch bevor ich zu Lord Voldemort wurde! Nein! Doch, der bin ich, Harry. Ginny hat mir alles über dich erzählt. Ich fürchte, mit deinen jämmerlichen Zaubertricks kannst du dem größten Zaubermeister aller Zeiten nichts anhaben. Der größte Zauberer der Welt ist Albus Dumbledore. Dumbledore ist weg. Und nun werde ich dir eine Lektion erteilen. Messen wir die Kräfte von Tom Riddle, dem Erben von Slytherin, mit denen des berühmten Harry Potter. Das ist ein Phönix. Fox! Ein Schwert von Dumbledore. Er war ja zweifelsfrei zu feige, selber zu kommen. Naja, es wird dir auch nicht weiterhelfen, Potter. Sprich zu mir, Slytherin! Größter der vier von Hogwarts! So, da hinten. Ich war, glaube ich, ganz gemutet, kann das sein? Scheiße. Also er ist auf jeden Fall ziemlich leicht weg als Voldemort, habe ich gesagt. Und ihr seht, der weicht immer so aus. Das heißt, man sollte immer länger gedrückt halten und dann, wenn er richtig Zeit bekommt, halt
Carsten, da gibt es ja Probleme, wenn er hier so gemacht. Und da haben wir ihn auch schon. So, er ist gewütet, wa? Vollständig. Ich war es, Harry, aber ich schwöre, ich wollte es nicht. Riddle hat mich dazu gebracht. Es ist alles gut. Riddle ist erledigt. Komm, Ginny, verschwinden wir von hier. Hallo, Harry. Professor Dumbledore, ich dachte, Sie wären beurlaubt. Lucius Malfoy hat allen Schulräten angedroht, sie zu verfluchen, wenn sie mich nicht entlassen. Aber sie haben sich nicht von ihm einschüchtern lassen. Jetzt, wo der Erbe verschwunden ist und der Basilisk zerstört wurde, glauben sie auch, dass Hagrid unschuldig ist. Er wird schon bald wieder in seiner Hütte sein. Was ist mit Lucius Malfoy? Wird er weiterhin Ärger machen? Das bezweifle ich. Er war es wohl, der Ginny das Tagebuch untergejubelt hat. Wenn er noch einmal so etwas versucht, kann er damit rechnen, dass er das Zaubereiministerium am Hals hat. Und Professor Lockhart? Ich befürchte, er hat sein Gedächtnis verloren. Oh nein! Worüber will er denn jetzt bloß nachdenken, wenn er nicht mehr über sich selber nachdenken kann? Aber setzen Sie bloß nicht Professor Snape für ihn ein! Er ist einfach zu... gut als Zaubertranklehrer. Ihr habt alle Großartiges geleistet. Das war sicherlich eine schreckliche Erfahrung. Allerdings, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so viel Zeit in einer Mädchentoilette verbringen würde. Versteinert zu sein ist wirklich grauenhaft, aber ich habe eine Menge dabei gelernt. Ich werde all meine Erfahrungen aufschreiben. Vielleicht bekomme ich dafür eine gute Note. Wenn man Freunde hat, die einem helfen, schafft man einfach alles, so schrecklich es auch sein mag. Obwohl, eine Sache hätte ich beinahe trotzdem nicht überlebt. Als Goyle rumzulaufen, war wirklich nah an der Schmerzgrenze. Unten findet eine Feier für euch statt. Auf was sollen wir als erstes anstoßen? Auf Freundschaft, Loyalität und Mut. Aber vor allem auf die Freundschaft. Den Rest des Schuljahrs strahlte die Sonne vom Himmel herab. In Hogwarts war wieder Normalität eingekehrt. Bis auf ein paar kleine Unterschiede. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde gestrichen und Lucius Malfoy wurde aus dem Schulbeirat entlassen. Draco führte sich nicht mehr länger so auf, als gehöre ihm die ganze Schule. Er sah jedoch sehr verärgert und beleidigt aus. Ginny Weasley erholte sich schnell wieder von der ganzen Geschichte. Das ist unser letzter Tag in Hogwarts. Das Einzige, was jetzt noch ansteht, Hauspunkteauswertung in der großen Halle. Wenn du noch irgendetwas anstellen möchtest, solltest du das besser tun, bevor du zur Hauspunkteauswertung gehst. Ja, wir sehen schon, wer gewonnen hat. Gut, Leute, aber hier ist der Part vorbei. Ja. Die Credits, die Story abschließend tun wir dann nämlich nach einem, ja, ich glaube ein bis zwei Bonus-Parts. Schauen wir mal, wie viel das werden. Und, aber nach der Story gibt es dann nochmal einen Bonus-Part von mir, wo wir dann ein Spielchen noch laden, den ich hier vorher dann schnell noch mache. Und uns ein paar andere Dinge anschauen, wie zum Beispiel den Director's Mode da und so. Und zwar, wenn wir in diesem Part dann anfangen, ganz das Schloss aufzuräumen. Ich werde euch Secrets in der letzten Herausforderung zeigen, weil wir die noch haben, auch wenn ich jetzt die eine im Kammerschrank verpasst habe. Theoretisch mit Director's Mode könnten wir da auch wieder reinkommen, aber ich glaube, es glitcht das Game, deswegen passt da jetzt mal ein bisschen auf.
Also, es kommen noch ein paar Bonusparts. Nicht zu wundern, warum jetzt eben noch keine Credits kommen, obwohl das ja eigentlich der letzte Storypart ist. Würde mich freuen, auch wenn ihr nächsten Part nochmal dabei seid, auch wenn wir dann nur die 100% quasi fertig machen und nicht mehr groß Story. Es gibt zum Beispiel noch die ganzen Duelle und ja, Hogwarts-Spiele, das werden wir auch noch machen. Also, ihr seht, es gibt noch was zu tun. Würde mich freuen, wenn ihr dann nächsten Mal nochmal dabei seid. Und bis dahin, einen schönen Tag, macht's gut, ciao.